Er funktioniert einfach. Oh mein Gott, Leute, ist das geil. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr diese Rainbow Roll machen könnt. Also, dass sich wirklich jede Minute das ändert schneller. Es geht zwar schneller, ich würde es euch aber nicht empfehlen. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. So, wenn ihr euch noch bisher noch nicht mit Discord-Bot-Coding interessiert habt oder beschäftigt habt, dann bleibt auf jeden Fall dran und schaut euch an, wie genau es geht. Es erklärt schon mal sehr viel über grundlegende Kenntnisse. Ihr könnt es auch mal skippen und einfach nach dem Ende abschreiben. Eure Entscheidung oder die Leute, die sich auch schon besser damit auskennen, wie man grundsätzlich einen Bot zum Laufen bringt, zum Server edit, ihr könnt auch skippen. Ich werde dementsprechend einen Timestamp unten in die Videobeschreibung packen und dann würde ich sagen, starten wir einfach mit den Basics. So, die Basics, und zwar als erstes, wir fangen einfach mal an mit einer einfachen Definition. Und zwar, wir müssen erstmal natürlich dem Skript erstmal sagen, was ist eigentlich Discord? Denn wir verwenden ja Discord-Funktion und deswegen machen wir const Discord. Und jetzt müssen wir sagen, was ist Discord? Und zwar das Requirement Discord.js. Somit sagen wir ihm quasi jetzt, Discord.js hängt von dem Ding ab, ist quasi eigentlich das Gleiche. Wir können auch theoretisch immer sagen Discord.js und so, aber das ist natürlich so leichter. Und dann sagen wir noch, was ist denn ein Client für dich? Const Client. Client. Und zwar ein Client ist ein neuer Discord.client. Und deswegen seht ihr auch, warum es Sinn gemacht hat, Discord zu definieren. So, jetzt haben wir jetzt den Bot. Jetzt müssen wir ihn nur noch an. Und zwar machen Client.login. Und zwar wollen wir ihn login mit einem Token. Jetzt geht's rum. Wie bekommt ihr den Token? Ihr geht hier ins Internet, geht auf discord.com/developer/applications, loggt euch mit eurem Discord-Konto ein und klickt oben auf Add New Application. Dann geht ihr auf Rainbow Test, klickt auf Create. Danach geht ihr auf Bot und klickt auf Add Bot. Wichtig ist, sobald ihr einen Bot geaddet habt, setzt auf jeden Fall diese beiden Dinger auf True, also auf On, und zwar damit Rainbow Row korrekt funktioniert. Und dann gehen wir jetzt mal weiter und zwar inviten den Bot zu unserem Server. Dazu gehen wir zu OAuth, klicken hier aus, wir wollen Scope Bot haben und wir wollen ihm die Administrator Permissions geben. Heißt, wir machen jetzt einfach ganz kurz Copy. Hier müsste, ist doch der alte, nein, hier ist das nicht mehr der alte, ist sogar gar nicht mehr drauf. Weil ich habe gerade eben schon mal genommen, dass mein dritter oder vierter Take ich dafür brauche, weil ich so viele Fehler reingemacht habe. Und kopieren uns diese URL und fügen sie ein. So, nachdem wir es jetzt gemacht haben, Craft Attack by Dandycraft N. Zack. Zack. So, jetzt ist der Bot quasi hier auf dem Server drauf. Aber noch offline, wie bekommen wir ihn online? Dazu geht ihr in euer beliebiges Konsolenprogramm. Ich nehme gerne die Windows, das Windows Terminal. Navigiert zu eurem Folder mit CD und dann, wo ist es located? Bei mir im Desktop, Gamer Forge Bot. So. Und dann startet ihr den Bot einfach mal mit node main.js. Und ihr seht, wir haben einen Error. Invalid Token. Ach genau, wir müssen den Token noch hier eintragen. Mein Fehler. Token hier eintragen. Und wir müssen natürlich den Token kopieren. Den kriegen wir von hier. Kriegen wir von da. Und den können wir dann hier direkt ins Skript eintragen. So. Und jetzt können wir hier den Bot starten. Und ihr werdet sehen, er ist auf online gegangen. Also unser Bot hat ein Leben. Er lebt jetzt. So, dann wollen wir natürlich, das wäre natürlich nur ein bisschen lame, wenn wir einfach online gehen, ohne dass wir es mitbekommen. Deswegen setzen wir hier einmal ein Client.on-Event hin. Client.on heißt, es wird ausgeführt, sobald der Bot online ist. Und da wollen wir speziell die Funktion ready haben. Dann kommt eine Klammer auf zu hin. Ein ist gleich ein größer als und dann einmal eine geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Und schon haben wir unser einfaches On-Event. Jetzt sagen wir einfach mal basically console.log, Klammer auf zu, Anführungszeichen. Das ist kein Anführungszeichen, das ist Apostrophe, keine Ahnung. Klein.log, console.log ready. Wenn ich jetzt den Port nochmal neu starte, dann seht ihr hier, gibt er uns jetzt in die Konsole aus ein Ready, sobald er quasi auf dem Discord online gegangen ist.
So, das müsste jetzt erstmal zum Grundlegenden gewesen sein. Dann kommen wir jetzt speziell zu Rainbow Roll. So, nachdem ihr euren Bot hier habt, denkt auf jeden Fall dran, wenn ihr hier eine Rainbow Roll habt, und zwar hier bei mir Rainbow, ich gebe dir erstmal ganz kurz keine Farbe, das ist noch von vorhin, die steht jetzt über Projektleitung, dann muss auch eure Bot-Rolle, in diesem Fall Rainbow Test, über die Rolle geschoben werden, damit das Ganze funktioniert, sonst würde ich sagen, nicht genügend Permissions zum Editen. Und jetzt fangen wir mal grundsätzlich an mit dem Rainbow Roll Bot. Das ist das, was wir bis jetzt gemacht haben, was ihr wahrscheinlich geskippt habt. Jetzt definieren wir mit Cons Guild, was für eine Gilde ist. Und zwar, wir wollen client.guild.cache.get. Und zwar, welche Gilde wollen wir bekommen? Die aktuelle Gilde. Und wie bekommt ihr das? Ihr geht einfach hier unten auf eure Benutzereinstellungen, klickt auf Erweitert. Klickt auf Entwicklermodus, schaltet den Haken auf On und dann könnt ihr hier mit Rechtsklick auf euren Server ID kopieren, euch die ID kopieren und die tragt jetzt einfach hier ein. Jetzt sagt ihr quasi dem Server, hole dir aus dem Cache die Gilde mit dieser ID, weil wir das natürlich nur auf einer verwenden werden. Wer sich natürlich jetzt besser mit Coding auskennt, kann das Ding natürlich auch Multi-Gilden-funktional machen. Ich weiß nicht, ob das dann im Endeffekt in API-Spamming-Warnung resultiert, aber ja. So, wir machen jetzt eine Variable, setzen wir auf die mit den unseren Farben, also war Colors, und die bekommt einen Array-Wert, heißt, wir machen einfach eine eckige Klammer auf zu und die Werte für dieses Array kopiere ich mal ganz kurz raus. Ich habe jetzt mal mir vier Werte aus meinem eigenen Bot genommen. Mein eigener Bot besitzt über 200 und jetzt sagen wir quasi, was sind die Colors. Als nächstes definieren wir die Role und zwar auch bei ihrer ID, heißt, wir machen guild.roles.cache.get Klammer auf zu. Und zwar, wir wollen die Rolle Rainbow bekommen. Das macht er gleich. Rechtsklick, ID kopieren. Und wir tragen jetzt das Ding ins Skript ein. Wir sagen ihm jetzt, was ist die Rolle, die wir benötigen. Nachdem wir das gemacht haben, fangen wir an mit einer Set-Intervall-Funktion. Heißt, wir sagen Discord, ey Discord, mach mal ein Intervall. Befehl, der so und so ausgeführt werden soll. So, Set-Intervall, jetzt machen wir wieder ein ist gleich, bei mir spielt mein Shift ein bisschen rum, größer als, und dann kommt hier der Skriptblock hin. So, dann setzen wir gleich schon mal das Ding. Zu Testzwecken setze ich das ganze Ding jetzt mal auf 10 Sekunden, also 10 mal 1000. Ich mache das hier weg, das sieht so schön nicht schöner aus für mich. Ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen, lasst es über 60, sonst könnt ihr eventuell API-Spamming-Warnung bekommen oder eure Roll geht nach 2 Stunden nicht mehr, was ja schade wäre, wenn euer Bot nicht funktioniert. So, nachdem wir das gemacht haben, setzen wir jetzt fest const. Und zwar, weil wir natürlich smart sind und natürlich nicht wollen, dass unser Bot was macht, während count, während zum Beispiel niemand die Rolle hat. Setzen, machen wir so und weisen Roll count. Guild.roles. Also wir machen quasi einfach das gleiche wie hier oben. Wir können auch einfach machen roll.blablabla, aber cache.get geschweifte Klammer auf. Jetzt brauchen wir den Wert der nochmal der Rolle. Den können wir uns eigentlich auch von hier oben kopieren. Zack, zack, fügen ihn ein. Und dann Punkt members.size. Ich komme mal, da habe ich mich vertippt. Members.size. Heißt, wir sagen, setze roll, nicht const, sondern const natürlich, const roll count. Const roll count. Also, wir setzen die roll count auf die Anzahl der Member in der Gilde, die diese Rolle haben. Danach machen wir ganz einfach ein simples If-Statement. Wer möchte, kann natürlich dann noch für Debugging noch console.log-roll-count hinzumachen. Das machen wir jetzt aber nicht. Heißt, wir machen jetzt hier ein If-Statement hin. If roll-count ist größer gleich, also sobald es 1 oder größer ist, soll er es ausführen.
Und zwar Wasser ausführen. Da sagen wir einfach diese Funktion, geben wir eben diese Funktion hier und fangen an mit var random ist gleich math.floor und dann Klammer auf math.random Klammer auf zu mal der colors.length, also der Länge des colors array, in diesem Fall 4, und holen uns dazu davon eine random Zahl. Ja, nachdem wir das gemacht haben, machen wir das RollEditEvent, also das, was dann tatsächlich im Endeffekt dafür zuständig ist, dass wir was haben. Heißt, wir machen wieder ein Roll.edit und sagen dann zack. Und in das Ding kommt nochmal eine geschweifte Klammer rein. Und so wird quasi das Ding geeditet. Und jetzt sagen wir die, setzen wir die Color der Roll auf Colors und zwar den Wert random. An sich sind wir jetzt auch schon fertig mit der Ding. Allerdings mag ich es noch gerne, wenn man hier noch ein paar Consoles, also ein paar Log-Funktionen hinzufügt. Console.log und wir fügen jetzt hier das hier ein. Rainbow color changed, it is now Doppelpunkt Leertaste plus colors und dann davon random und damit sagt uns quasi die Farbe ist jetzt auf dem oder auf dem. Und natürlich, was auch nicht fehlen darf, ist ein else statement nach dem if, und zwar damit wir auch wissen, wenn es geskippt worden ist. Console.log Klammer auf zu no users in row skipped. Hier hat uns einfach nur ein else zack, und zwar hier uns einfach nur ein else statement haben wir verpennt zu setzen, und zwar das kommt dann einfach hier hin und dann passt alles wieder. So, jetzt wollen wir den Bot nochmal ganz kurz testen. Ich habe hier gerade vorhin mal ganz kurz noch geklärt, weil es kurze Internetprobleme gab. Aber wir machen node main.js, deswegen bin ich auch nochmal auf meinem Server gelandet, den ihr gerne beitreten könnt. Links ist in der Videobeschreibung. Da seht ihr auch mein Bot working in action mit vielen coolen weiteren Features. Und wir müssen jetzt hier eigentlich haben: Rainbow Color Changed, it's now, bla bla bla. Und zwar, wir haben das Ding jetzt gefixt. Heißt, euer Rainbow Roll Bot funktioniert. Wenn ich jetzt mal hier in die Konsole reinschaue, also in die Konsole Outlook reinschaue, er funktioniert einfach. Oh mein Gott, Leute, ist das geil. Wenn euch das Video gefallen hat und es auch funktioniert, dann lasst doch gerne ein Like da und zeigt mir, dass ihr noch mehr Coding-Tutorials haben wollt. Und dann würde ich sagen, sieht man sich vielleicht entweder beim nächsten Coding-Tutorial oder beim nächsten normalen Video wieder hier auf meinem Kanal. Und würde ich sagen, haut rein, ciao, Leute.